Den Job kündigen, die Wohnung auflösen und einfach raus in die große weite Welt. Das ist der Traumfehler. Doch Deborah Hempel aus Berlin hat sich kein Ticket für eine Weltreise gebucht oder einen alten VW-Bus gekauft. Sie kaufte sich ein Pferd und wollte damit nach Spanien. Und das, obwohl sie damals eigentlich nicht einmal richtig reiten konnte. Ich kannte natürlich Pferde und wusste auch, wie sie ein bisschen kommunizieren, sage ich mal. Ja, das ist klar, weil ich mich immer gerne damit befasst habe, aber Praxisübungen hatte ich noch nicht wirklich. Aber ich habe mich da so auch gut auf meine Freundin da, die dabei war, ein bisschen verlassen, weil sie mit Pferden groß geworden ist. Und ich wusste gut, sie kennt sich mit Pferden aus, weil das ist wichtig bei so einer Tour. Hätte ich nicht so, also nur ich ohne Erfahrung, hätte ich das nicht gemacht, weil man braucht es schon, weil man nur mit gewissen Blick kann man sehen, ob ein Pferd Schmerzen hat oder sowas. Das muss man erstmal verstehen. Aber das Reiten, ja, das, ich sag mal so, wir sind ja hauptsächlich Schritt geritten. Mit so viel Gepäck geht das hauptsächlich. Sprich, es ist ja ein cooles Lernen. Viel besser als bei der Reitstunde, muss ich ehrlich sagen. Im Juni letzten Jahres machten sich Deborah und ihre Freundin mit insgesamt 2 Reitpferden, einem Gepäckpferd und Hündin Laika von Niedersachsen auf in Richtung Spanien. Gründe, um Deutschland zu verlassen, hatte sie viele. Ich wollte mich wiederfinden, weil ich in Berlin mich echt verloren habe. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, wer ich bin, was soll das Ganze, wofür? Und darum haben wir diese Reittour irgendwo gemacht. Ich wollte einfach was machen. Das Jahr davor bin ich mit meinem Fahrrad bis nach Polen von Berlin ausgefahren. In 2 Tagen mit einer Freundin auch einfach Wildcamping. Und das war schon so das Ultimative schon. Und ja, ich habe schon von klein an eigentlich diesen Hang zum Abenteuer. Und ich wollte einfach viel, viel mehr erleben. Und das Stadtleben, wie gesagt, langweilig hoch 10. Immer dasselbe, schnelllebig und... ja, nee, nicht cool. Was habt ihr denn alles mitgenommen an Ausrüstung? Ja, also erstmal, da wir Stadtmädels waren irgendwo, viel zu viele Klamotten. Viel zu viele. Natürlich Campingausrüstung, also sowas wie einen kleinen Gasbrenner, dann halt Töpf und Topf und Teller, Gabel, Pipapo, dann halt Schlafsäcke und Isomatte, Zelt haben wir ein eigenes dabei gehabt und dann natürlich auch, was man ganz wichtig braucht, ein bisschen für die Pferdesachen, also so Hufkratzer und sowas, Putzzeug natürlich, wie aber auch ein Erste-Hilfe-Koffer und wenn die Hufeisen abgehen, dass wir das neu, also so ein bisschen Flickmaterial sozusagen muss man auch haben. Fällt ordentlich in Gewicht, weil so eine Raspel ist auch schwer. Ja. Und für den Hund natürlich auch ein bisschen Futter und sowas. Die kann sich nämlich nicht nur von Gras ernähren. Daher war das schon gute 100 Kilo, die wir dabei hatten. Die Route war nur grob, so mal ganz kurz auf Google Maps geschaut, wo es so lang gehen könnte. Da wir in Spanien halt ein paar Monate vorher zu Besuch waren und uns das dort angeschaut haben, und die alte Autobahn gefahren sind, also die ohne Mautstrecke sozusagen, haben wir einen super schönen Einblick von Frankreich zum Beispiel bekommen. Wie schöne Flüsse dort sind, Wälder, Wiesen und wow. Und wir dachten, ja, das sieht doch super aus und da wollen wir durchreiten. Und dann haben wir halt eigentlich nur auf Google Maps von, also Niedersachsen sind wir gestartet, nicht direkt Berlin, sondern Niedersachsen. Da haben wir die Pferde untergestellt gehabt. Grob eingezeichnet, wollten eigentlich am Rhein lang reiten, auf der deutschen Seite. Aber wie wir nach ca. einem Monat schon mitbekommen haben, es wird nichts mehr geplant. Plan ist sinnlos. Es kommt einfach, wie es kommen soll. Und so ist es auch passiert. Ab dem ersten Tag war nichts mehr planbar. Warum? Ja, erster Tag hat uns natürlich richtig reingehauen. Wir erstmal voll motiviert los. Alles neu mit Hund und sowas, das zu koordinieren und erst an der Leine den Hund und dann auf dem Pferd mit einem Führpferd noch dran. Und ja, und dann hat meine Teamkollegin das Führpferd außersehen aus der Hand verloren, mitten auf der Landstraße. Da das ein Trabpferd ist er dann vor Schock los, weil wir auch alle gemacht haben, weil wir auch nicht die Situation wussten und zack, umgekehrt und 5 Kilometer im Renntrab an der Seitenstraße, also an der Seite der Landstraße glücklicherweise weggepäst. Nach 5 Kilometern ab wieder zum anderen Stall. Somit war der Tag eigentlich denn dahin, weil ihn einzufangen war super schön. Er war ein schwarzes Pferd oder ist ein schwarzes Pferd gewesen dort und hatte Zebrastreifen.
Dann haben wir die Menschen gefragt, ist hier ein Pferd lang geritten? Und die meinten dann nur, ja, gesatteltes Zebra ist an uns vorbeigerannt. Und wir haben ihn dann glücklicherweise eingefangen und hatte nur halt unsere ganze Ausrüstung war auf dem Boden, kaputt viel. Gleich am ersten Tag Zelt leicht angerissen und konnte aber nur noch besser werden. Und das ist es auch geworden. Wie habt ihr das in den Nächten gemacht? Wo habt ihr geschlafen? Ja, eigentlich haben wir uns einfach eine Wiese ausgesucht. Die Beschaffenheit musste sein, eine schön saftige Wiese. Am besten nicht nur Schneidegras drauf, sondern so ein bisschen auch Kräuter und sowas. Weil dadurch, dass wir jeden Tag so viel Sport mit den Pferden machen, brauchen sie abwechslungsreiches Essen. Also auch verschiedene Kräuter und sowas alles. Und darum haben wir mal geguckt, dass immer unterschiedliche Wiesen da sind. Aber weil wir drei große Pferde haben oder hatten und genug Wasser brauchten, weil so ein Pferd auch mal gerne 40 Liter am Tag trinken kann, musste es am besten immer an einen Bachlauf sein. Das hat auch sehr gut funktioniert in Deutschland und Frankreich, muss man mal so sagen, weil überall irgendwo Flüsse sind, Seen. Also sie waren sehr abwechslungsreich, unsere Plätze, aber eigentlich nie irgendwo, wo wir Geld bezahlt haben oder wollten. Einfach uns das selbst abgesperrt und haben unser Zelt da aufgeschlagen. Kamen auch öfters mal Förster vorbei oder sowas, haben denen erzählt, was wir machen. Und dann wurden wir auch gern gesehen. Wir sollen halt nur keinen Scheiß bauen und das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben immer unseren Müll mitgenommen, wir haben unser Holz weggepackt, wenn wir es nicht mehr gebraucht haben. Haben auch jetzt kein Riesenfeuer gemacht oder sowas. Oder halt, was auch manchmal war, dass wir manchmal bei Bauernhöfen vorbeigeritten sind, die dann schon draußen standen, weil wir nun mal die Blicke auf uns gezogen haben mit vollbeladenen Pferden und Hund denn noch dabei. Und wir sahen halt auch sehr wandermäßig aus, muss man mal so sagen. Da wurden wir dann regelrecht reingezogen ins Haus. Oh, kommt rein und ihr wollt doch mal eine Dusche haben und kommt und... Es ist nämlich nicht sehr zu verstehen für manche, dass man sich auch in der Natur waschen kann und sauber sein kann. Da dachten sie immer, das Erste, was wir angeboten haben, ist eine Dusche. Weiß ja nicht, vielleicht haben wir auch eine Dusche. Also hauptsächlich haben wir komplett alleine gewohnt. Dieses, was ich gerade davor erklärt hatte, das war halt wirklich, wenn dann nur Special Effekt so mal, das war auch mal schön. Auch eine Dusche war mal schön. Aber eigentlich wollten wir und haben auch oft das abgelehnt, dass wir wo bleiben können, weil wir wollten in der Natur leben. Es war super schön. Wir haben halt nämlich unser Lager halt, also als erstes mussten die Pferde versorgt werden. Also nach 8 Stunden Reiten ging eigentlich unsere Arbeit erst richtig los. Die Pferde waren fertig, also die waren langsam so Feierabendstimmung, wollten endlich einfach nur fressen, wollten nicht mehr angebunden sein, wollten endlich befreit sein von der ganzen Sachen und wollten einfach rumtollen. Naja, so sind sie dann halt natürlich auch irgendwann nervös, die Pferde. Also heißt es, so schnell wie möglich zu zweit 3 Pferde absatteln, abräumen, alles. Eine riesen Weide aufspannen, am besten so groß wie möglich, damit die Pferde nach dem ganzen Tag, wo sie nur Schritt reiten können, einfach mal rumrennen können, galoppieren, traben. Das ist nämlich ganz wichtig für die ganzen, also für den Rücken und für die Sehnen und Muskeln und sowas. Einfach, dass sie mal sich ein bisschen frei machen können. War das also unsere erste Aufgabe, eine große Weide abstecken. Dann waren die Pferde glücklich. Wir waren fix und fertig. Und wir haben aber auch noch Hunger gehabt, sprich Zelt aufgebaut. Hund war als erstes im Zelt und hat geschlafen. So, die waren, also waren die Pferde und der Hund abgefertigt. Endlich durften wir was für uns machen. Sprich Lagerfeuerholz sammeln. Also am Anfang hatten wir einen Gasbrenner, der aber glücklicherweise irgendwann den Geist aufgegeben hat, weil es war nicht so einfach, immer an diesen Gaskartuschen ranzukommen, an die richtigen. Und daher haben wir den dann auch irgendwann gesagt, das ist nur zu viel Ballast, brauchen wir nicht. Und haben dann uns immer geguckt, dass wir den Wald eigentlich ein bisschen immer verschönert haben, das herumliegende Geäst auf dem Boden einfach eingesammelt, musste immer schön trocken natürlich sein, bisschen Zunder gesammelt und dann wurde Lagerfeuer gemacht und meistens auch bis abends noch hinein ging unser Nachtlager einfach am Lagerfeuer mit Sternenhimmel zu chillen. Das ist einfach so schön, denn meistens ja am Fluss direkt, sprich das hat dann noch schön geplätschert mit dem Wasser. Also wirklich traumhaft, kann man nur sagen. Und dann, dann ging es eigentlich nach der Körperpflege ins Bett. So, weil du fix und fertig warst. Nach dem Kochen, nach dem Selbstkochen.
Ja, bei abgeernteten Feldern haben wir uns meistens noch ein bisschen Essen organisiert. Da darf man das nämlich in Deutschland auf jeden Fall. In Frankreich soweit, da hat auch niemand was gesagt. Also ich glaube, das war da auch in Ordnung. Oder wir haben auch manchmal die Bauern gefragt natürlich. Ja, und war mal lecker. Wir hatten eine super tolle Ernährung, muss man mal so sagen. Jetzt wart ihr ja zwei Mädels. Habt ihr da nicht oft irgendwie gehört, boah, ist das nicht gefährlich? Wie waren da so die Reaktionen? Ja, auf jeden Fall. Also haben wir auch sehr dolle Angst gehabt. Gerade von der Familie kam auch sehr viel Einwand, dass sie da sehr Angst um uns haben. Auch bewusst. Aber da meine Einstellung halt einfach auch so ist, dass uns viel Angst eingeredet wird, bin ich da einfach frei rangegangen und habe auch meine Freundin da ein bisschen weggeholt von, dass wir gesagt haben, also wir haben ein Messer dabei gehabt, wir haben auch zweimal Pfefferspray dabei gehabt und wir haben auch diesen tollen Hund dabei gehabt. Wohl die besseren Wachtiere eher die Pferde waren als dieser Hund, ja, das muss man dazu sagen. Sie schläft weiter ganz genüsslich, die Pferde fangen dann an, Bescheid zu sagen, wenn da jemand sich ranschleicht. Und daher, dass wir unser Lager meistens mit in der Koppel integriert haben, waren wir ziemlich uninteressant für irgendjemanden, der irgendwas Böses machen würde wollen, sage ich mal. Ne? Und außerdem wusste keiner, wo wir als nächstes sind. Also nein, wir haben uns keinen Kopf darum gemacht. Das passiert nicht, solange du auch nicht dran denkst. Insgesamt 8 Monate und 1700 Kilometer waren Deborah und ihre Freundin unterwegs. Doch in Frankreich trennten sich dann ihre Wege. Dann ist eigentlich uns immer mehr klar geworden, das klappt nicht mehr, unsere Wege, also wir haben uns einfach verändert nach den 8 Monaten intensiv Zusammenleben und wir hatten andere Einstellungen, wie es weitergehen soll und haben uns entschlossen eigentlich, dass wir das dort beenden, dass jeder so seinen eigenen Weg weitergeht und da ich halt meine Liebe in Spanien gefunden habe, war mir klar, dass ich nach Spanien gehen möchte, auf jeden Fall, weil er dort lebt. Und habe dann sozusagen auch entschlossen, dass es zu gefährlich ist, alleine weiterzureiten. Und weil man braucht immer noch jemand Zweites, falls was passiert, dass der mal schnell Hilfe holen kann. Deshalb einzeln ist es nicht so eine tolle Idee, finde ich jedenfalls. Und habe dann halt mich entschlossen, dass ich gucke, dass ich mein Pferd nach Spanien bekomme und auch meinen Hund und mich. Und habe dann das letzte Geld zusammengeworfen und habe eine ganz nette Transportfirma angeschrieben, die auch mir einen super netten Preis gemacht haben. Und ich Brando in eigentlich einen riesengroßen LKW, wo ja eigentlich Massentransporte so schlecht gemacht worden sind. Er durfte als VIP-Gast mitfahren, weil sehr wenige Menschen ihre Pferde aus Frankreich nach Spanien verschiffen, sondern eher von Spanien nach Deutschland zum Beispiel und so. Also hatte er einen 17 Meter langen LKW für sich alleine 2 Tage für einen super Preis noch dazu und ich und Laika sind dann halt mit einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren. Die außergewöhnliche Pilgerreise hat Deborah zu einem neuen Menschen gemacht. Es hat mir so viel gebracht. Ich weiß, wer ich bin einfach. Ich weiß, wohin ich möchte. Ich weiß einfach, wie schön das Leben ist und wie schön die Welt sein kann. Also als nur eine Stadt sozusagen. Also einfach das viel mehr sehen. Ich kann nur sagen, mein Leben ist von negativ zu 100% positiv übergegangen. Und ja, das hat mir eigentlich das gebracht. Und deshalb bereue ich diese Tour überhaupt nicht. Egal, was passiert ist oder wie es passiert ist. Es war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens. Sonst wäre ich nicht hier.